Der Israel-Krieg ist an den Märkten angekommen. Wir sehen Öl massiv nach oben gehen, wir sehen Gold massiv steigen, wir sehen, dass Staatsanleihen plötzlich als sichere Häfen wahrgenommen werden, weswegen die Renditen fallen und die Aktienmärkte sagen sich plötzlich, hups, haben wir da was verpasst? Wir haben gedacht, das war so eine begrenzte Geschichte, ein Stück weit so wie vielleicht Ukraine-Krieg, der ja auf einem begrenzten Territorium stattfindet, schlimm, schlimm, aber halt jetzt nicht der ganz große Weltenbrand, also ignorieren wir diese Geschichte, das ist ja im Laufe des Ukraine-Kriegs passiert, nur am Anfang wegen der Energiekrise hat man sich wirklich drum gekümmert und das Ganze, was die Aktienmärkte hier veranstaltet haben, erinnert mich auch so ein bisschen an den Beginn der Corona-Zeit, damals Anfang 2020, China schon komplett im Lockdown, also die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, für so viele Wirtschaften in dieser Welt ein extrem wichtiger Handelspartner, aber die Aktienmärkte sind weiter gestiegen und erst als dann in Italien erste Corona-Fälle auftraten, kam es zu einem Abverkauf, wird sich dieses Muster, natürlich aufgrund einer ganz anderen Thematik, aber wird sich dieses Muster, nämlich erstmal die Sache zu ignorieren und dann plötzlich in Panik zu geraten, wiederholen, Fragezeichen. Natürlich gehen jetzt einige Entdeckungen angesichts der Unsicherheit, die jetzt über das Wochenende da ist, wenn israelische Truppen wirklich da einmarschieren. Wie wird dann die Reaktion eben der muslimischen Welt sein? Aber wir sehen, dass das jetzt eben erstmals im Grunde die Gefahr eines Flächenbrandes zumindest wahrgenommen wird. Vorher wollte man es ja nicht mal wahrhaben. Und wir sehen jetzt auch erste Konsequenzen. Saudi puts Israel deal on ice. Also die Saudis verabschieden sich von dieser Annäherung, das war zu erwarten. Es war eigentlich ja auch zu erwarten und klar, dass Israel diesen Schritt gehen wird mit Gaza. Warum dann die konkrete Ankündigung oder die Warnung an die UN, wo man gesagt hat, naja, wir geben den Leuten 24 Stunden Zeit hier zu fliehen. Warum das dann offenkundig die Märkte so überrascht hat, ist schon erstaunlich. Schauen wir uns mal ein paar Aussagen an. Hier sehen wir das Politbüro des Hamas, die haben auch ein Politbüro, interessanterweise, hier sagte der Chef dieses Politbüros, wir sehen hier eine ethnische Säuberung im Gazastreifen. Putin vergleicht diese ganze Geschichte sogar mit der Besetzung der Nazis von Leningrad. Also Russland scheint sich auch hier doch relativ klar zu positionieren und wir sehen innerhalb Israels, wenn man so will, nämlich jetzt auch im Westjordanland, in der Westbank, kommt es verstärkt jetzt zu kriegerischen Handlungen zwischen Siedlern oder zwischen ansässigen Israelis und eben Palästinensern. Also das Ganze ist jetzt nicht nur unten sozusagen im Gaza, oben ein bisschen Scharmützel Israel mit der Hezbollah, und sondern wir haben das jetzt sozusagen auch innerhalb Israels verstärkt in Städten, kommt es teilweise zu solchen Auseinandersetzungen. Und hier eben die Frage, wie weitet sich die ganze Geschichte aus? Hier der iranische Finanzminister hat Nasrallah getroffen, den Hezbollah-Chef, und gesagt, also das wird Konsequenzen haben, wir werden darauf reagieren müssen. Wir werden to open Hezbollah war with Israel, also wir werden sozusagen an der Seite der Hezbollah stehen in diesem Krieg gegen Israel. Und wenn wir uns dieses Hezbollah Statement mal anschauen, dann sehen wir da am Schluss, and victory is only from Allah, the mighty, the wise. Daran sehen wir, wie stark religiös auch dieser Konflikt aufgeladen ist. Israel ist der Stachel im Fleisch der arabischen Welt, so wird es zumindest wahrgenommen. Und dieser Krieg ist dann eben auch ein Krieg, der mehr ist nur als ein Krieg zwischen irgendwelchen Bevölkerungsgruppen, sondern es geht hier um letzte Wahrheiten. Würden die Israelis sozusagen erfolgreich sein, dann wäre der Sieg eben nicht mit Allah und das wäre natürlich ein Riesenproblem. Deswegen sehen wir jetzt diese massive Unterstützung der Bevölkerungen in verschiedenen islamischen Ländern für die Palästinenser-Hamas. Das setzt diese Regierungen unter Druck, deswegen natürlich schon Saudi-Arabien, die sicherlich keinen Krieg mit Israel anfangen werden, aber deswegen hat sich Saudi-Arabien schon von diesem Deal distanziert. Also Ausweitung des Konflikts, ja, nein. Wie gesagt, schon verständlich, dass man vor dem Wochenende so ein bisschen defensiver wird, aber hier sehen wir mal, Öl ist doch sehr, sehr deutlich gestiegen.
Wir sehen, dass gleichwohl dieser Preisanstieg ja noch sehr begrenzt ist. Die Bank of America sagt, wir hatten 5 Ölschocks in den letzten 50 Jahren, 73 Yom Kippur. Der Ölpreis in 4 Monaten 300% gestiegen, allerdings war er damals auch noch relativ weit unten. Dann haben wir 40-90% Anstiege gesehen. Jetzt scheint das doch relativ begrenzt, heute so knapp 5% der Ölpreis. Maybe geopolitics don't spiral or maybe oil is sending recession signal. Das kommt also noch dazu. Vielleicht steigt Öl nicht so sehr, weil wenn dieser Konflikt wirklich ein Problem auch für die Weltwirtschaften wird, dann eben vielleicht die Ölnachfrage sogar fallen könnte. Aber es gibt mehr Nachfrage nach sicheren Häfen. Hier sehen wir Gold. Booms nach oben, schön ein Boden gebildet im Bereich 1820, 1830 jetzt. Deutlich über der Marke von 1900. Also man nimmt das als sicheren Hafen wahr und kauft und fühlt sich bestätigt dann durch Aussagen etwa wie die von Jamie Dimon, der sagt, also wir sind jetzt in sicherlich der gefährlichsten Zeit seit Dekaden, was die geopolitischen Spannungen betrifft. Ich glaube, da hat er recht. Erster Ukraine-Krieg, dann jetzt diese Geschichte mit Israel. Und wir sehen, dass auch Staatsanleihen eben nicht, und nicht nur Gold, sondern auch Staatsanleihen jetzt ein sicherer Hafen sind. Und dabei hatte eben jener Michael Hartnett noch gesagt, naja, also wenn die Renditen nicht über 5% steigen, und damit meint er die 10-jährige Anleiherendite, dann könnten die Aktienmärkte nochmal eine Rallye absolvieren. Aber vielleicht passiert jetzt das Gegenteil, dass sozusagen die Renditen fallen, also die Kurse der Anleihen steigen, der Staatsanleihen steigen, weil man das als sicheren Hafen wahrnimmt und Aktien auch gleichzeitig fallen. Also das gibt dem eine ganz andere Dimension plötzlich, markttechnisch auch eine Dimension. Hier sehen wir mal die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, deren Anstieg ja gestern, oder Anstieg der Renditen nach dieser miserablen Anleiheemission der Amerikaner, einer 30-jährigen Anleihe, ja zunächst mal scharf nach oben gegangen waren, weswegen wir dann gestern ja einen kleinen Abverkauf hatten. Normalerweise beginnt jetzt eigentlich die Zeit, die beste Zeit für die Märkte, historisch gesehen, die besten 10 Wochen des Jahres. 67% der gesamten Performance eines Jahres passieren in dieser Zeit, also saisonal sehr günstig, aber heute erst einmal nett. Wir sehen den VIX mal eben mit einem kleinen Sprüngchen von 16%. Wir sehen den Dow Jones sogar positiv, das liegt dann eben an JP Morgan. Die Zahlen heute stark, dazu gleich mehr. Wir sehen den schwächsten Index. Tech, also Nasdaq, Russell 2000 auch schwach, aber nicht ganz so schwach. Also Nasdaq ist der schwächste Index und das, obwohl ja die Renditen gefallen sind. Wir kennen ja eigentlich diese Logik, steigende Renditen, fallender Nasdaq, fallende Renditen, steigender Nasdaq. Heute fallende Renditen und fallender Nasdaq. Und da sehen wir hier die großen Dickfische, Google, Amazon, Tesla, Meta, auch eine Apple und eine Microsoft fallen. Wir sehen grün, JP Morgan unten, Wells Fargo, Citigroup, die Zahlen wie gesagt sehr gut, daher die Banken, die auch billig sind natürlich, anders als eben die Tech-Werte, die natürlich eine extrem hohe Bewertung haben und wenn sich dann die Narrative an den Märkten verändern, dann ist natürlich die Fallhöhe auch entsprechend hoch. Hier rechts sehen wir noch Energie natürlich im Plus, ganz klar. Freitag der 13. hatte ich heute Morgen schon gezeigt, durchschnittlich im Oktober eine Performance beim S&P von etwa minus 0,5%. Wir sehen jetzt, das Dealer-Gamma ist negativ geswitcht, also die Market Maker sichern sich schon auf der Unterseite ab. Vorhin hatte ich die Banken schon mal angesprochen. Hier sehen wir, das war eine wichtige Trendlinie hier für den KBW. Das ist das große Bankenindex. Und ja, wir haben jetzt gute Zahlen gesehen von den Großbanken, gar keine Frage. Die Erwartungen waren niedrig. Die sind klar übertroffen worden. Interessant wird dann, was machen denn die kleineren Banken? Die Großbanken sind die Profiteure der Zinswende. Die konnten hier teilweise ihre Position deutlich verbessern auf Kosten letztendlich der Regionalbanken oder der kleineren Banken. Aber es ist doch etwas im Gange, was möglicherweise zu diesen dovischen Aussagen der Fed geführt hat. Wir sehen einen deutlichen Anstieg der Bankruptcies in den USA. Wir sind jetzt wirklich auf Niveaus, die Corona folgten.
Und das geht noch weiter. Schauen wir uns mal den Konsum an. Consumer Spending laut Aussagen der Citigroup, also die ihre Kreditkartendaten mal analysiert hat, das sieht nicht gut aus für den Konsum. So sagte die Citigroup, don't worry, the consumer is fine, alles gut, vielleicht deswegen, weil dem nicht mehr so ist, dazu gleich noch mehr, das Verbrauchervertrauen Michigan, deswegen vielleicht die Fed mit diesen dovischen Tönen, Fed is likely to be done with rate hikes, sagte Harker etwa, und das, obwohl wir jetzt eine wieder deutlich steigende Inflation haben oder einen Trend haben seit 3 Monaten, dass seit Juli die Inflation wieder anzieht, auch sichtbar in den Erzeugerpreisen, und Harker gesagt, wir haben viel gemacht und by doing nothing we are doing quite a lot, also es reicht alleine schon die Zinsen oben zu halten, das fanden die Aktienmärkte erstmal richtig schick heute bei Eröffnung, aber Ballard zum Beispiel, der nicht mehr in der Fed ist seit August und deswegen vielleicht ein bisschen freier sprechen kann, der sagt, Fed might have to hike to 6 or 6.5% if that happens. Nämlich, wenn die Inflation wieder zurückkommt, so sagt er das. Und wir haben heute, wie gesagt, die Verbraucherstimmung Michigan gesehen, die Inflationserwartungen von 3,2 auf 3,8%, sehr, sehr deutlich gestiegen. Und aktuelle Studie der Fed, der Chicago Fed genauer gesagt, wie Diego Fastnacht hier zeigte, die belegte, dass etwa 60% der Auswirkungen erst noch kommen, was die Zinsanhebung betrifft. Also dieser Lag-Effekt, der vielleicht auch dann die Fed etwas vorsichtiger macht, und deswegen sahen wir heute dieses Verbrauchervertrauen der Uni Michigan sehr stark einbrechen. 63,0, das war deutlich unter der Erwartung, und vor allem die Inflationserwartungen sind nach oben gegangen, und immer mehr Amerikaner sagen, jetzt fast die Hälfte der Amerikaner sagen, dass die höheren Preise der Grund sind für ihre finanziell sich deutlich verschlechternde Situation. Also wir merken, das kommt langsam an, auch in Deutschland. Hier sehen wir einen deutlichen Anstieg der Insolvenzen. Ja, wir sind vergleichsweise noch auf niedrigem Niveau. Wir hatten ja rekordniedrige Niveaus auch in Folge von Corona, wo ja bestimmte Insolvenzregeln nicht mehr angewendet werden mussten. Und abschließend, meine Damen und Herren, bevor ich mich verabschiede, wünsche oder empfehle ich noch, genauer gesagt, 4 Dinge. Heute ein paar Hausaufgaben, gell, weil jetzt haben Sie dann 2 Wochen frei von mir. Das ist ein Privileg, das Sie haben, für das ich Sie beneide. Jedenfalls, Finanzmarkt, Liquiditätskrise erreicht jetzt den weltgrößten Vermögensverwalter BlackRock. Warum Liquiditätskrise? Was ist da los? Erste Empfehlung, meine Damen und Herren. 2. Empfehlung, Gold springt an. Why is that happening? Das ist eben das, was jetzt geopolitisch hier an Stresssymptom zu erkennen ist. 2. Empfehlung. Und ganz besonders ans Herz legen möchte ich Ihnen diese Folge jetzt, die wir nochmal frisch gemacht haben. Ich komme gerade aus der Aufnahme mit Rüdiger Born und Jörg Rahn. Israel-Krieg, ist das ein Game-Changer für die Märkte? Das ist kontrovers, da gibt es verschiedene Meinungen. Also da, das fand ich super, dass wir hier wirklich in aller Freundschaft kontrovers diskutieren konnten. Werde ich unter dem Video verlinken, unbedingt anschauen. Da vielleicht noch ein paar ausführliche Erläuterungen aus meiner Sicht zu Israel, warum ich so... Naja, diese Einschätzung hatte, die ich hatte, die Sie vielleicht erkennen, zu diesem Konflikt. 3. Empfehlung, und ganz zum Schluss, meine Damen und Herren, bevor ich mich jetzt verabschiede, nochmal der Hinweis auf die Webinare mit André Stark, 1. November 23 und dann 16. November 23, die anderen 2, die sind noch ein bisschen weit weg. Registrieren kostenfrei, wenn es mögen, und ich sage jetzt Servus und Ciao. Ich bedanke mich, dass Sie es mit mir aushalten, das ist echt ein Privileg. Und jetzt werde ich Sie weniger nerven. Vielleicht mache ich im Urlaub das ein oder andere Video, je nachdem, wie die Situation ist. Wir werden sehen. Also Servus, Ciao, gute Zeit Ihnen.